Was ist hier? Oh, schon mal kannst du hier. Nee. Da. Abgesehen davon kommen ja nur auch so kleinen Pflanzen hin. Solche Büsche sind cool. Savanne. Savanne. Erinnert mich auch so ein bisschen, ein kleines bisschen an der Hunter. Dort habe ich ja auch vor allem diverse Sträucher und Kräuter verwendet. Nein, da wurden spezielle Kräuter und Sträucher verwendet, um Savannen darzustellen. Wo ich natürlich sagen, es ist sehr interessant, wie das da dargestellt ist. Der Hunter ist ein tolles Spiel, muss ich sagen. Die Atmosphäre hat es mir angetan. Gute. Fever Tree. Tree. So, das kann man ja genauso machen wie bei dem anderen Gehege. Gut. Und das kann man dann alles markieren. Und dann kopieren. Weil ich das auf die gleiche Höhe wie die anderen. Und schon irgendwie sowas wie ein Pflanzenbrush. Ich mag sowas wie ein Pflanzenbrush zu haben. Da hat man dann sowas hier und kann man so bauen, wie man will. Kann man so ein bisschen dichter machen, ein bisschen auseinanderer. Dann gibt es Stellen, wo zum Beispiel nicht so viel ist. Hier um den Felsen drumherum kann man zum Beispiel sehr viel bauen. Hier kann man sehr viel drumherum machen. Und natürlich hier überall. Man kann sagen, man erschafft sich seine eigene Savanne mit kleinen und großen Kreisern. Noch so ein bisschen dichter, ein bisschen größer. Wenn es größer ist, kann man es ein bisschen dichter machen. Sieht dann zum Beispiel so aus. Ich liebe es. So. Und so kann man auf jeden Fall sagen, hat man schon erstmal zumindest pflanzenmäßig sich eine Savanne erholt. Und ja, ich kann nicht mehr reden, deswegen hat sich das gerade so komisch anhört. Ah. Dann kann man hier überall Gras kurz machen, wo zum Beispiel das ganze Gras hier dran ist. Denn das ist am besten für Gras kurz. Denn die Pflanzen ähneln Gras nämlich sehr. Deswegen würde ich die auch dahin machen, bis es sagt, ich will nicht mehr. Und Soil kommt dann hier so rundherum. Aber so ein bisschen Gras wieder wegnehmen. Genauso wie man hier auch Rock hinmachen kann.
Dadurch kann auch wieder ein bisschen mehr Sand weg. Und es will natürlich auch noch langes Gras haben. Da habe ich mir Folgendes ausgedacht. Langes Gras kann ich hier überall hin haben. So ein bisschen rundherum. So, und schon habe ich ein schönes Savannenmixgehege. Jetzt bekommen die Löwen nämlich alles, was Löwen gerne nutzen. In Sachen Futter und Spielzeug bekommt die alles, was sie bekommen müssen. Hier, da und ups, jetzt sehe ich nicht mehr. Und da bekommen sie erstmal das Futterspielzeug. Da gibt es zum Beispiel diese Antilope, zwei davon. Dann bauen wir ja dieses Ding hier hin. Das sind auch so zwei. Dann bekommen die auch so normales Spielzeug. Eins und zwei und drei. Es juckt. So, und dann bekommt ihr noch so ein ich locker euch mal ja an Dingsbums. Und danach bekommen die noch einen schönen Karton. Und was sie hier sowieso auch mögen, den Kürbis. Ich will nur einfach mal wissen, ob sie hier ganz hoch laufen würden. Deswegen habe ich mal in experimenteller Weise den Kürbis hingemacht. Die sagen selbst, sie sind schon 100%. Das sind hier dann die Dinger. Das ist hier. Ah! Ja. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich habe das Ding passierbar gemacht. Also mit anderen Worten, ja, die laufen dahin. Ja, das habe ich das erste Mal so gebaut, es funktioniert. Sie sind die Königinnen der Löwen. Geil. Ah gut, hier spinnt jetzt das ein paar Fighting-System von denen ein bisschen rum. Aber abgesehen davon, schaut euch das mal an. Die laufen da auf der Klippe, wie bei König der Löwen. Da legen sich sicher auch die ganzen Löwen dann alle hin und pennen und haben wie Katzen so einen Kratzbaum und einen erhöhten Platz. Ich kann heute nicht reden. Oh mein Gott. Moment, was ist hier? What's this? Warum seid ihr nicht? Kein Strom. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich selbst übertroffen. Das sieht aus wie Savanne. Oh mein Gott, langes Gras. Oh mein Gott, langes Gras. Oh mein Gott, langes Gras. Oh mein Gott, Thomson Gazelle. Thomson Gazelle erwartet schon Nachwuchs. Und ist hungrig. Der ist aber war komplett schwarz, ey. Blackout. Aber es ist, haben wir jetzt richtig schön gebaut, muss ich mal sagen.
Das ja habe ich ja schon in meiner Beta-Zeit gebaut und das dann zu einem richtig großen Gehege um zu funktionieren, ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, ich werde hier. Oh, Hazel macht's. Nein, Hazel, du bist so kurz vorm Sterben. Wenn er jetzt noch da steht, Hazel stirbt, dann geht die Welt für mich unter. Bei Hazel ist alles für mich. Dass er ausgerechnet ein altes Weibchen wie Hazel ausgesucht hat. Es ist auch so. Sowas will man doch nicht. Trotzdem machen sie es immer wieder. Weil im Alter liegt die Erfahrung sozusagen. Und diese Tiere können dann auch am besten auch Kinder großziehen und deswegen eignen die sich vor allem als Paarungspartner. Bei den Kängurus gehen die Verpaarungen weiter. Und man sieht, dass White Skippy tatsächlich schon ein paar Weibchen begattet hat. Und es liegen immer noch sehr viele vor ihm. Also, das wird dann wahrscheinlich mit den nächsten Babys dann ein bisschen zu haarig. Werde ich dann die ganzen Weibchen wahrscheinlich loswerden. Und White Skippy wird erstmal auf Eis gelegt, damit er sich nicht mehr so oft machen kann. Bei den Gnus dagegen stellt sich das erste Mal Nachwuchs ein, obwohl sie hungrig sind. Aber die haben sich gepaart, als sie noch nicht hungrig waren, deswegen. Es war Zeit, dass sich mal jemand um sie kümmert. Ansonsten muss man ja wirklich jedes Gnu, jede Giraffe in die Quarantäne schicken. Damit die zumindest einmal nochmal richtig fett fressen können. Die haben auch ziemlich weite Wege zum Wasser. Vielleicht hätte ich das Gehege doch nicht so groß bauen sollen. Es gibt Vorteile für große Gehege, es gibt aber auch Nachteile. Vorteil ist, man hat unendlich viel Platz für seine Savanntiere. Der Nachteil ist, die Tierpfleger können nicht immer darauf zurückkehren, um das Futter aufzufüllen. Das ist der Nachteil. Ich glaube, deswegen gibt es auch Zoos mit kleinen Gehegen. Warum müssen die immer hungrig sein? Nein. Erwartet trotzdem Nachwuchs. Ist das ein Gnu? Nein, das ist kein Gnu. Das ist ein Gnu. Renn nicht weg. Das ist ein kleines schwarzes Gnu. Ich muss was trinken. Ist der nicht süß? Versucht immer voranzukommen. Wird aber irgendwie immer aufgehalten. Vor allem, weil immer das Weibchen vor ihm wegrennt. Tja, jetzt ist es ihm egal.
Da stehen ihm die Giraffen im Weg. Ah, die Giraffe. Versuche du mal hinter der Mutter hinterher zu rennen, doch dann plötzlich rennt er selber weg. Er will wohl lieber spielen. Und dann merkt er so, oh nein, wo ist meine Mami? Gut, sie haben nachgefüllt. Die Giraffen haben was zu essen, die haben was zu essen, die Gnus haben was zu essen. Annabelle macht's jetzt. Wie Annabelle macht's jetzt. Der Speer hat gerade gesagt, Annabelle macht's mit jemandem. Und schon fangen die Berberlöwen an. Richtig schöne Tiere, majestätisch. Mit der besten Mähne aller Löwen. Was macht der da? Kick doch das Ding weg! Der kann es einfach nicht hoch. Der versucht die ganze Zeit hochzuheben. Aber irgendwas an dem ist kaputt. Das ist witzig. Ich weiß nicht, ob er jemals es schaffen wird, diese Kiste hochzuheben. Oder kaputt zu machen oder was auch immer. Aber jetzt hat er das Interesse verloren. Liegen da schon welche auf dem Felsen und pennen? Nein. Schade. Alles kommt sicher noch. Das kommt sicher noch. Immer liegen die unterm Felsen und pennen. Weil die das tatsächlich als, warte mal. Erkennen die das wirklich an? Ey, tatsächlich? 83% ist das jetzt ein Shelter. Wenn man es richtig macht, dann wird daraus ein Riesenshelter. Wie macht man das am besten? Man nimmt sich ein bisschen Natur. Das Einzige, was ich wirklich nur noch machen kann, ist versuchen mit der Natur zu bauen. Wir haben nämlich zum Beispiel doch total flache Steine, die kann man ja so ein bisschen dazwischen bauen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ach, Kängurus, ihr seid hungrig. Na dann los. Hiha! Expecting offspring. Alle haben nur den einen Vater. Nein! Oh, das ist doch nicht wahr. Von dir gibt's nicht mal ein Albino.
Ich muss es wohl oder übel brüten lassen. Nee, ich habe mich verguckt. Ich habe mich gerade gefragt, hä, was ist jetzt los? Gut, ich habe sie weggeschleppt. Die kämpfen jetzt nämlich gegeneinander. Das ist nicht gut. So, der habe ich nämlich 1, 2, 3. Packe ich das mal rein. So, das Weibchen ist jetzt erstmal trächtig geworden. Mit dem, wahrscheinlich mit dem Bruder des eigenen Stamms. Sowas ist nicht gut. Nein, Madison! Nein! Der Koala ist vom Baum gefallen. Das habe ich gerade das erste Mal gesehen. Oh, Madison. Das ist vom Baum runtergerutscht. Ruhe, sanft. Ich glaube, das war's mit den Koalas, oder? Nee, ich habe noch ein paar. Aber was ist mit denen los? Wahrscheinlich ist Madison für sie wichtig gewesen. Deswegen fühlen sie sich jetzt richtig schön unwohl. Aber Madison ist vom Baum gefallen. Jämmerlich gestorben, vom Baum gefallen. Das werden wir nie mehr wiedersehen. Glaube ich jedenfalls. Na gut, ich hatte Affen, die sind beim Klettern gestorben. Und zwar so, als hätten sie sich hingesetzt und wären dann umgekippt. Nach vorn. Beim Sitzen. Auf dem Popo. Madison died. Was sind die Hirsche? Ich finde diese Hirsche schön. Ich sehe sie bei uns immer im Wildtierpark und Dammhirsche sind einfach die besten Hirsche. Dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ihr Rothirschliebhaber. Aber tatsächlich sind die Dammhirsche für mich die lieberen und die liebsten eigentlich. Die sieht man auch ein bisschen häufiger. Aber wie schon gesagt, ich mag Hirsche allgemein, aber Dammhirsche sind meine Favoriten. Känguru ist wieder am Machen. Der haut da rein. Ich glaube, so langsam wird es mal Zeit.